Willkommen zurück bei Transport Fever 2, hier auf unserer tropischen Karte. Die Steine sind am Rollen und die Baumaterialien werden auch geliefert. Gibt was Neues. Der NB First Truck. Ja, noch ist ein Minusgeschäft, aber wenn er einmal voll ist, dann läuft's. Er hat jetzt schon fast das Doppelte mit. Gut. Ah, das wird mehr. Ja, guck mal, das steigt da plus 20%. Ah, sehr gut. Okay, wunderbar. Also das läuft auch. Würde ich noch ein paar Passagierlinien schon machen, aber wir haben zwar jetzt hier die tollen Anhänger, Waggons, entschuldigt, ich verwechsel das immer mal, mit einer Höchstgeschwindigkeit von 80, aber noch keine Lok, die so schnell fährt, ne? Die hier maximal 60. Da fehlt noch ein bisschen was. Weiß nicht, wir kommen gleich ins 20. Jahrhundert, 1899 haben wir gerade, dann haben wir gleich 1900 und dann gibt es vielleicht noch mal was Neues. Ich weiß nicht, welche Jahre hier immer dafür da sind, dass da was Neues gezählt wird oder dass was Neues gibt. Brauchen die etwa noch mehr Rohöl? Ach stimmt, die werden ja nur von der einen angeliefert. 2 mit 2 Zügen. Könnte sein, dass wir noch eine dritte. Oh. Habe ich auf Öl 1 mehrere? Nö. Oh, okay. Da hatten wir gar nicht mehr nachgeschaut. Dann lass uns das auch mal erweitern. Bei Öl 1, dass wir da noch was bauen können. Neue Waggons für alle möglichen Arten von Waren, aber wieder keine Lok. Okay, wer hätte das gedacht, dass wir so schnell bei Öl... Das passt erst rein. Noch eine neue Lok brauchen. Wo kriege ich die jetzt her? Nehmen wir den hier. Halt, wir können doch einfach, das hat ja doch gut funktioniert neulich, den Zug nehmen und nochmal klonen. Genau. Wir hätten hier jetzt natürlich auch noch ein bisschen mehr anhängen können. Wir gucken mal, wie das bei beiden läuft und vielleicht hängen wir an beide einfach noch ein bisschen mehr an, was wir wahrscheinlich auch direkt machen können. Ich hänge hier einfach mal noch ein bisschen was dran. Was ist denn da für eine unterwegs? Die hier. Oh, es gibt jetzt die anderen Kesselwagen. Hätten wir die eigentlich direkt komplett neu machen können. Ja, wir lassen die erstmal noch fahren, bis die nicht mehr gehen. Ja, auch die wieder 80 km/h. Und noch keine Lok dafür. Na, ich hätte sie beide gleich erweitern können. Okay, erweitern wir beide mal auf 101. Ich hoffe, das geht sich noch aus. Die andere Lok. Achso, die fährt gerade los. Wie viel Öl liegt da? Oh Gott, so viel. Okay, dann wird das hier wahrscheinlich auch mehr Treibstoff.
ist auch der Zug dann mehr mit... Oh, der ist jetzt schon voll. Da ist auch alles voll mit Treibstoff. Ach je. Das hat jetzt aber schnell überhand genommen, ne? Seid ihr blöd? Warum sollt auf dem Hinweg rechts lang fahren, auf dem Rückweg links lang? Genauso zeigt es doch die Linie auch an. Hä? Was? Oh. Ah. Bin ja auch so klug, ich habe den falschen Zug geklont. Das waren die verkehrten. Geht's wieder. Das waren die verkehrten Züge. Ich habe Rohöl 1 nochmal irgendwie eingemacht. Oder? Ja. Das ist nämlich der Treibstoffzug. Mist, wie viel Cargo habt ihr jetzt? Ihr habt da jetzt viel zu viel, oder? Ja, wobei, da steht gerade eine Menge rum, das passt. Ne, den hier musste ich doch klonen. Welchem Zugdepot holt denn der den? Ach, der holt den da oben raus aus dem Zugdepot. Ach, deswegen. Nee, sorry, da hat keinen Bock drauf, den auch zu manövrieren. Hm. Ach, wie ärgerlich. Zum Käse. Da mache ich es mal eben per Hand. Ja, sind sie beide 91. So, jetzt sollte es wieder seinen Gang gehen, seinen Lauf gehen. Okay. 43, der kommt gerade zurück. Jetzt muss er sich erstmal wieder einpendeln, da hier gerade ein bisschen Stopp war. Ha, hier bräuchte man aber deutlich mehr. Da passt halt noch nicht so viel rein, ne? Okay, bei der Nahrung auch, da könnte es auch vielleicht noch mal der ein oder andere mehr werden. Oh, Singapur wächst und gedeiht, plus 90% beides, wow. Eventuell können wir da bei beiden nochmal einen dranhängen. Hier ist... Ah gut, das geht. Das ist okay. Ich weiß, ich kann hier unten beide anklicken. Aber machen wir es mal so. Okay, wunderbar. Was ist das? Das ist ein neuer Bus oder so. Neuer kleiner Bus. Müssen wir aber hier nochmal schauen. Wie viel liegt da rum? Mit wie viel kommt der an? Mit 59 von 70? Wie viel liegt hier rum? 36 und der ist gerade auf dem Rückweg. Macht aber mittlerweile positive Zahlen.
Na, hier fahren auch nur drei auf der Strecke. Ach nee. Nee, doch, ja. Das ist das Cargo-Teil. Nehmen wir mal noch zwei für die Baumaterialien. Okay, der Zug hat mittlerweile 42 von 99. Ich finde das auch gut, wenn man dann später so viel hat, um was man sich kümmern muss. Man ist immer irgendwo was am Machen. Also steht eigentlich nie still. Okay, 55. Oh, passt schon. Na gut. Ah ja, da würde ich noch mal was dranhängen. Machen wir gleich noch mal zwei extra. Geht das hier jetzt langsam? Ja, ne? Ein Brot oder Nahrung? Moment. 48 ist gar nicht so viel, aber das passt. Hier fehlt immer noch das Weizen. Also das Getreide. Da kommt nach wie vor nicht genug an. Obwohl genügend Züge im Einsatz sind, aber... na. 36 von 56 bloß. Ja, ich würde sagen, dann wird es Zeit, dass wir hier oben die andere Farm mal noch anschließen. So. Ja, da hatten wir schon mal ein bisschen vorgesorgt. Das sieht ja ganz gut aus. Ich mag das immer, wenn das so ein bisschen längere Strecken sind, ohne dass das Gelände so extrem verformt wird. Aber trotzdem. Wir haben schon 55 Millionen. Wird auch Zeit, dass wir unseren Firmensitz endlich mal bauen. Genau, die Linie war noch frei. Jupp. Zug, Getreide 2. Ich vermute mal, dass wir auch hier direkt noch ein bisschen ausbauen können. Und die hatten was ja so gemacht. Ich hatte das im freien Spiel dann später so irgendwann gemacht, dass ich gar nicht mehr solche Kreuzungen mit den Zügen hatte, sondern entweder für den Einzug einen Tunnel oder halt eine Brücke gebaut habe. Dass es da nicht zum Stopp kommt, aber das sieht, irgendwann sieht es doof aus, wenn du irgendwo nur noch sinnlos Brücken hast, obwohl die gar nicht notwendig wären. Und das ist ja bloß ein kurzer Moment, den die mal hier warten müssten. Okay, es wird ein bisschen... Ne, wobei... Das geht eigentlich. Geht das nicht? Kann ich hier nicht? Ach, das geht. Das mag jetzt vielleicht, weiß ich nicht, ob das klug ist oder nicht, aber ich glaube, ihr versteht, warum ich das mache. Hier auch wieder mehrere losschicken können. Hätte ich mir vor, das Glattmachen sparen können. Da wir jetzt sowieso noch mal ran müssen. So, gut.
muss weg. Neues Fahrzeug. Eine Tram. Eine neue Tram. Okay, das müsste nicht sein. Was soll denn jetzt nicht funktionieren? Ja, okay, das ist die Zuggetreide-2-Linie. Schon klar. Okay, passt, ne? Weiß jeder Bescheid, was hier los ist. Ich gebe zu, es sieht ein bisschen abenteuerlich aus, aber es ergibt dann doch Sinn. So, genau, da fahren die dann wieder. Hier hin zurück, hier hin, die andere Seite zurück oder hin oder hin wie her, her wie hin, hoch wie runter, links wie rechts. Ja, genau. Gut, und eigentlich, das könnten wir eigentlich direkt machen, einen der Züge, ne, wobei, lass uns mal neue bauen für Getreide 2, da kriegen die schon die besseren Züge. Weil wir immer noch keine geile Lok haben. Es kann ja nicht mehr so lange dauern, bis wir mal eine gescheite Lok kriegen, oder? Der Weg ist relativ Ticken weiter. Ein kleines bisschen weiter. Ich kaufe mal davon 2 für 10 Millionen. So, dann schicken wir die beide mal los. Und eigentlich würde ich sagen, könnten wir hier fast einen Zug einstampfen. Damit die anderen wenigstens wieder voll sind. Die werden jetzt nur noch zu, weiß ich nicht, 6/8 voll oder so. Keine Ahnung. Und das muss ja nicht sein. Dass dann hier auch endlich mal mehr Brot produziert wird. Da fehlt nämlich immer das Getreide im Lager, deswegen geht das nicht richtig ab. So, wie sieht es denn jetzt hier aus? Bist du voll? 42 von 70? Wieso? 60 von 91? Da war das wohl bloß mal ein kleiner Aufschwung oder was? Da kann ich ja von den beiden wieder was abhängen. Wer hat der erste mitgenommen? Oh ja, oh doch, guck mal. Der ist gut gefüllt. Und der zweite, der direkt hinterher kommt? Ja, geht schon. Das wird sich einpendeln bei den beiden. Das pendelt sich ein. Deswegen habe ich hier immer noch mal so Zwischensignale gesetzt, dass die immer schon Stück für Stück weiterfahren können. Und nicht, weil hier von einer wartet, der nächste dann hier hinten wartet. Deswegen die Zwischendinger sind bestimmt zu viele, aber geh da gerne auf Nummer sicher. Ja, und deswegen die keinen haben, weil Öl in dem Fall Vorfahrt hat. Passt das denn noch mit dem Öl? 126.
Also ganz voll werden die beiden auch nicht mehr. Ich glaube, da können wir auch von allen beiden jeweils wenigstens erstmal einen wegnehmen. Okay, 67 von 70, wunderbar. Ja, das wird hier alles noch mehr. Also wenn die erstmal die anderen Stufen noch erreicht haben, dann geht das hier richtig vorwärts. Wie viel liegt jetzt hier rum? Knapp 100. Kommen allerdings beide Züge schon wieder. Müssen wir mal im Auge behalten, wie das wird mit den beiden. Noch ist ein kleines Minusgeschäft. Zug Treibstoff 1 auch noch, wobei das langsam dahingehend immer mehr gefüllt wird. Der hat jetzt 70 von 70. Der ist, glaube ich, zum ersten Mal komplett voll, oder? Und da liegt noch ein bisschen was rum, weil hier jetzt fast durchgängig produziert werden kann, dank dem vielen Getreide. So, Zug 1, der fährt natürlich voll weg. Der wird nicht ganz so viel mitnehmen können. Na doch, wobei. Ja, mehr als vorher. Oh, hier. Russian Class SCH. Oder die Russian Class steht für. Nein, keine Ahnung. So. Das wird hoffentlich noch ein bisschen mehr. Okay. Wir müssen gerade viel im Auge behalten, ne? Wie viel hast denn du jetzt mit? 61, okay, das ist gar nicht so verkehrt. Tram 1 geht sehr schlecht, dann ersetzen wir die einfach mal alle. Da wir die alle recht gleich gekauft haben. Die brauchen wir jetzt nicht mehr. Da können sich mal normale Gebäude bilden. 279, ja, wird auch mehr. Jakarta, wie sieht es da aus? 201, auch schon. Guck mal an. Oh ja, hier bei meiner Baumateriallinie. 33. Fünf sind da unterwegs. Okay. Okay, man hat noch ein bisschen im Lager, obwohl schon der nächste anrollt. Dürfen noch die anderen beiden nicht weit sein, oder? Ja, guck mal, da oben ist einer. Der ist voll, wie immer, der erste. Der, es wird besser, es wird langsam. Wenn die so ein bisschen entzerrt fahren, dann gleichen die sich beide so ein bisschen an. Ast rein, 115 von 119. Der fährt zurück. 41 nur. Warum denn so wenig? Hier würde es doch bei einem Zug reichen. Ich verkaufe mal den einen Zug wieder. Folgen dem mal ganz kurz. Wie viel dann hier drin ist, wenn der zurückkommt. Ja, wahrscheinlich mehr als 84. Da können wir dem dann doch noch ein paar Waggons spendieren. Das sind halt immer noch die einfachen.
Ja, da fehlt das Öl im Lager. Also eine zweite Ölquelle anzapfen da hinten und auch hier hinfahren wäre vielleicht ganz gut. Passt da hier noch rein? Ja. Ist er gut gefüllt? Ja, passt. Na gut. Ja, ich weiß, ich könnte den Zügen auch immer sagen, dass die warten sollen, bis sie voll sind, bevor sie losfahren, aber... Nö. Tramcharkata, die können wir auch mal alle ersetzen. Nein! Ach, blöder Scheiß. Mann, du solltest die ersetzen. Geh da weg, ja, ich weiß. So, verdammt. Ein bisschen darauf achten, dass hier zu viel wird in der Stadt. 50. Hier in Singapur, die macht ganz gut Gewinne. Na gut, okay. Sind ganz gut dabei, knapp 10 Millionen schon pro Jahr. Oder pro Monat, keine Ahnung. Ich hab natürlich die Öllinien hier oben, Rohöl. Getreide 2. So, das ist der Zug, der immer voll ist. Okay. Das ist der immer so ein bisschen halb voll ist. Oder auch ab und zu mal was Volles bekommt. Das Fahrzeug. Moskau F. Ach ja, wir hatten ja vorhin noch eine neue Lok bekommen. Die hier, die fährt immerhin schon mal 75. Ich glaube, es wäre wirklich sinnvoll, wenn wir... Da hätten wir auch noch mal eine Ölverarbeitung. Hier noch eine zweite Ölquelle da anschließen. Am sinnvollsten die hier. Oder die. Oder die da unten. Wahrscheinlich eher die da unten. Könnte man die da oben, die beiden, für die dort nehmen. Für die Ölraffinerie. Können wir schon mal den Bahnhof ein bisschen erweitern. So, für die nächste Fahrt kann er noch mal ein bisschen mehr mitnehmen. Noch mal eine Öllinie von da nach da. Können wir eigentlich machen. Aber ich würde sagen, das machen wir in der nächsten Folge. Das war's dann für heute. Die Zeit ist immer so schnell rum bei dem Spiel. Das ist echt der Wahnsinn. Und es wird nicht langweilig. Ich bedanke mich bei euch fürs Zusehen, wünsche euch noch einen schönen Tag und haut rein. Bis zum nächsten Mal. Ciao.